Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. So, im letzten Part haben wir den Titanen befreit. Und jetzt wollen wir noch zu Riju und ihr Bericht erstatten. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier auch ohne dieses Gewand reinkommen würde. Ah, ich denke schon. Was wir noch versuchen könnten, wäre hier wegen dem Passwort. Aber ich glaube, dafür müssen wir zu irgendeiner Milchbar. Und wenn das jetzt so ist, wie ich mir denke, dass wenn jetzt gleich der Sturm und so weg ist, möchte ich ganz gerne noch, bevor wir weitergehen, die Wüste weiter erkunden. Weil wir hatten ja noch nicht wirklich die Zeit, die Wüste zu erkunden. Deswegen erstmal mit Mija reden. Oh, du bist zurück? Ja! Oh, ich bin froh, dich gesund und munter wiederzusehen. Steht da jemand auf uns? Wirklich, wirklich froh. Ja, die steht auf uns. Na, Boris ist an seine alte Position zurückgekehrt und der Sandsturm hat sich endlich gelegt. Was aus der großen Verheerung wird, werden wir sehen. Aber zumindest ist mein Volk jetzt vor Naboris sicher. Ja. Oh, zwei Kisten. Da drin ist der Lohn für deine Hilfe. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Diese Ausrüstung ist der Stolz unseres Stammes. Einst hat die große Urbosa sie genutzt. Als ihr Freund ist es nur recht, dass du sie nun verwendest. Dankeschön, liebe Riju. Schauen wir mal, was wir da jetzt haben. Irgendeine Ausrüstung. Also, was haben wir hier? Ein Schatzsäbel, Urbosas legendäre Waffe. Wenn sie damit kämpfte, sollen ihre Bewegungen einem Tanz gleichkommen. Okay, cool. Wir haben einen Säbel bekommen. Bitte ein Schild. Ich brauche ein Schild. Ja, ein Schatzschild. Der einzigartige Schild der große Urbosa vereint dank edler Metalle ein geringes Gewicht mit hohem Robustheit. Auch die stärksten Angriffe wehrt er mühelos ab. Ja, cool. Sagst du noch was? Ah, Savag. Was ist? Machst du dir immer noch Sorgen um uns? Oder gefällt dir die Stadt so gut, dass du gar nicht mehr weg möchtest? Wie dem auch sei, du musst weiterziehen. Das weißt du selbst am allerbesten. Aber wenn du einmal hierher zurückkehrst, sobald das alles vorbei ist, dann würden sich alle freuen, denke ich. Okay, sie steht auf uns. Gut, jetzt möchte ich ganz gerne, wie gesagt, die... Hä? Also der Thronsaal ist nicht gerade bestens geschützt, muss ich sagen. Aber gut, die Gegend hier ein bisschen erforschen. Ich sollte mir vielleicht so eine Robbe holen, aber die verschwindet sowieso, wenn ich absteige. Daher, wir könnten jetzt zum Beispiel da hinten zu diesem Schrein, hoffe ich. Ja, also ich kann nicht zu weit raus, wie man sieht. Also ein bisschen der Nebel ist ja immer noch da. Das ist, denke ich mal, einfach so zur Abschirmung gedacht, dass du nicht aus der Karte rausrennst, so gesehen. Und, nein, warte mal, ich möchte den Schild ehrlich gesagt nicht benutzen. Dass ich jetzt den Mifas Stab benutzt habe, war eigentlich mehr so eine Notzwecksituation. Es ist extrem heiß. Bisherige Schutzarmer reichen nicht mehr aus. Was? Aber... Das reicht nicht? Ich habe nichts gegen Hitzeschutz, oder? Scharfes Kochobst. Lässt sich größere Kälte aushalten. Nee, habe ich nicht. Spurtmedizin. Kann sein, dass wir jetzt Schaden bekommen. Selten ist eh nichts Besonderes. Ah! Ich will nicht an Hitze sterben. Wieso reichen die Maßnahmen auf einmal nicht mehr aus? Ach, wir wollen doch sicher alle diesen Blitz sehen, oder? Ja, komm mal her. Zack. Oh, nur das war er. Ui. Das sah cool aus. Können wir dreimal einsetzen, deswegen wollte ich es testen. Okay, hier ist es kälter. Aber ich weiß, da hinten war irgendwo ein Schrein, ne? Da konnten wir nicht hin. Wartet mal. Jetzt war relativ am Anfang. Das war eher da so. Da ist aber immer noch dieser Nebel. Aber vielleicht ist er ja nicht mehr so stark. Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen da mal hin. Was der hier für eine komische Quest will, keine Ahnung, was der hier macht. Der will da wahrscheinlich immer noch rein, ist nur zu doof, einen Weg zu finden. Kann man denen auch nicht helfen. Da kann man auch nicht helfen. Er ist halt ein bisschen verwirrter Typ. Ich würde mich auch gerne wissen, was das da zum Beispiel ist. Das ist auch noch eine Statue. Da würde ich ganz gerne hin, wegen dem Schrein. Was ist eigentlich unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel ist... Warte mal, ich sollte Tagebuch erstmal kurz wieder ausrüsten. Die vier Titanen. Die sieben Kriegerin, die verluchte Statue. Muss ja hier sein. Da. Und zwar ist unser nächster Titan da. Sprich, unser nächster Weg wird entweder so gehen oder so gehen.
Weil hier müsste Schloss Hyrule stehen. Deswegen, ich glaube, unser nächster wird so. Das hier müsste... Also das Letzte, was wir anscheinend machen werden, sind die Gerudo. Nicht die Gerudo, die Goron. Na, müsste der Berg sein. Wo wir somit als Letztes hingehen. Aber ich muss unbedingt ein bisschen aufleveln, das merke ich richtig. Richtig. Achso, das sind die Dings, die mir da angezeigt worden sind. Ich hoffe, ich komme hier raus jetzt, ohne zu verbrennen. Ansonsten müsste ich bis abends warten. Nachts ist es ja kalt. Aber hier ist jetzt schön Sonne, Schatten. Vielleicht ist das ja so realistisch. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Jetzt irgendwie nicht mehr. Wolke weggezogen. Gut. Was ist das denn hier? Ich gehe hier davon aus, hier sind nur ein paar Mobs, die Stress haben wollen. Oh. Ja, hier wird es auch irgendwo ein Schrein geben. Sicherheit. Frage ist nur, wo. Meine Waffe zerbricht gleich. Ich wollte den eigentlich eh nur kurz wegschicken. Ich habe jetzt auch gerade nicht vor, gegen den zu kämpfen. Wow, ist deine Zunge bei dir, Junge, Junge. Wo ist denn hier? Ich weiß, dass hier irgendwo ein Schrein war. War der nicht hier? War der da? Das müsste ja eigentlich müsste das schon längst piepen. Gehen wir einfach mal nach da. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angeleckt. Hier war doch ein Schrein. Ach, da hinten war dieser Ausguck, den ich das letzte Mal meinte. Dann war der da hinten. Frage ist nur, oder ist das egal mit dem Sand? Sondern, dass das so ein bisschen die Challenge ist, durch den Sand zu kommen, ohne sich zu verlaufen, zum Schrein. Das kann natürlich auch sein. Dafür müsste ich nur wissen, wo der Schrein steht. Weil es sieht danach aus, als ob das hier bleibt. Mit dem Sand. Und ich weiß, dass hier ein Schrein war. Wenn gleich unser Navi weg ist, dann auf jeden Fall. Du schon wieder. Geh mir nicht auf den Keks, Mann. Du bist ein kleiner Lullatsch. Dich will ich nicht bekämpfen. Schrein in der Nähe. Aber wo? Da oben? Nee, oder? Hoffe nicht. Seht ihr einen Schrein? Muss ja anscheinend relativ nah sein, aber der da hinten ist der, oder? Sehe ich das richtig? Nee. Aber hier muss irgendwo ein Schrein sein. Komisch, ne? Laut Piepen. Könnte man schon meinen, dass hier ein Schrein sein soll. Vielleicht dahinter? Ah, kann ich schon Lore langlulern? Nee. Okay, auf dieser Seite schon mal nicht. Und jetzt ist auch unser Navi weg. Es war irgendwo in dieser Richtung. Ich hoffe, ich verirre mich jetzt nicht oder so. Oder sterb gleich am Sand oder so. Hier muss irgendwo ein Schrein sein. Hoffe ich. Ich vertraue jetzt einfach dem Piepen so ein bisschen. Wir haben keine Karte mehr. Wird schwer hier rauszufinden. Im Notfall. Oder ist der irgendwo oben? Ich hoffe nicht. Also der Sandsturm ist auf jeden Fall noch nicht überall weg. Das ist schade. Also im Grunde genommen ist es genauso wie sonst auch. Da sind Wölfe. Ah, ich sehe hier keinen Schrein. Weil das Piepen kam ja auf jeden Fall von der Richtung. Geh jetzt nochmal hier zu dieser Wand hier. Vielleicht ist er hier hinten in der Ecke oder so. Hier sind ziemlich viele Erze. Die könnte man noch eben mitnehmen. Bisschen Salz. Gut, Salz kann man immer gebrauchen. Bernstein. Steine. Feuerstein. Und noch ein Feuerstein. Okay, nicht das Erhoffte. Achso, krass. Glutkraut. Ja, mit dem Glutkraut hätte ich was gegen Hitze. Oder ist der da oben? Wo bin ich denn jetzt? Naja, wo bin ich denn jetzt hier? Hm. Ich gehe mal nach da oben. Wartet. Ach nee, lieber nicht. Wobei doch, ist hier wieder relativ normal, was Wärme angeht. Hm, dann keine Ahnung mit dem. Könnt ihr, wenn ihr wisst, wieso, weswegen hier immer noch der Sandsturm ist oder wie man den umgehen kann, wegen den Schreien oder so, könnt ihr mir das gerne sagen. Weil ich würde sonst ansonsten jetzt gleich drauf kacken, so gesehen, und ein andermal wiederkommen. Weil ich ehrlich gesagt habe, keine Ahnung habe,
wo hier ein Schrein sein soll oder wie ich da oben sehe ich was leuchten. Ist das ein Schrein? Ne, das ist der Strahl, ne, von Noboru, ja. Weil der müsste theoretisch gesehen in dieser Richtung sein. Ich kann hier jetzt nochmal rauslaufen. Ach, da oben ist der. Ach, da ist der Schrein. Ja gut, dann können wir den doch mitnehmen. Gut. Ich habe jetzt gedacht, der ist irgendwie, keine Ahnung, versteckt oder man sieht ihn nicht. Dakotawa-Schrein. Oder man sieht ihn nicht wegen irgendwas. Kann ja alles sein. Gut, dann machen wir den Schrein noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit, 10 Minuten ungefähr. Da schaffen wir den Schrein. Oh, guck mal, da kann ich ein Feuer machen. So kann ich ja ein Feuer machen. Ja, warum kann ich da ein Feuer machen? Das Problem ist, zu diesem Schrein kann man sich ja auch nicht teleportieren, ne? Weil die Map ja nicht funktioniert. Oder kann man sich ja hin teleportieren und dann ist die Map erst weg. Und wenn wir den Schrein geschafft haben, können wir sogar einmal die Ausdauer aufwerten. Fällt mir gerade mal ein. Ist ja auch sehr praktisch. Oh, Junge, Junge, was muss ich denn hier machen? Ah, willkommen, Pilger. Mein Name ist Dakotawa. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay, mein lieber Mann. Lange Leitung. Hahaha. Lange Leitung. Ja, 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 ja. Schon wieder schön Strom, ja. Dann schauen wir mal, was wir mit Strom machen können. Oh, der schießt. Mein Problem ist nur, ich habe nur ein Schild und das, den will ich nicht benutzen. Mein Zweihänder ist auch fast kaputt. Ja, witzig. Wird lustig. Okay, aber der ist immerhin mit einem Schlag kaputt. Das ist ja schön praktisch, ist das. Ja, ja. Okay, hier mal eine Leitung. Ja, das ist eine lange Leitung, würde ich sagen. Was kann man denn hier oben? Was soll ich denn hier mit? Okay, da komme ich nach da oben. Aber wie soll ich die Leitung da hinlegen? Ah, mit dem Ball da hinten, ja, sicher. Ah, okay. Gut, dann machen wir das. Könnte interessant werden, bin ich ganz ehrlich, weil Leitung und so. Ha, ich habe eine lange Leitung, ja, ja, das schon. Also eine lange Leitung habe ich, aber naja, naja. So, komm mal her. Achso. Ja, fahr mal bitte weiter. Ich muss ja noch zurück. Und ich wundere mich gerade, warum sich nichts bewegt. So. Warum sich da nichts bewegt? Ich gehe davon aus, dass ich mit dem. Ja, wieder weiter. Weiter. Danke. Jupp. Wow! Boah, ich dachte gerade, der fällt da runter, ey. Nee, wartet mal. Ich will das mit dem Modul nehmen. Praktischer. So, wartet, bevor du jetzt die Leitung abbekommst, ich will direkt mit drauf. So. Oh ja, eine Truhe. Die nehme ich gerne. Was ist mit euch los da? Ganz ruhig, Mann. Ein Mondsäbel. Ja, ich meine, wir haben eine Waffe bekommen. Das erleichtert es ein bisschen. So, dann, komm hier. So, mach mal Power. Stopp. Noch weiter geht's eh nicht. Gut. Wow, nein, 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 nein. Dich brauche ich noch. Nehme ich zumindest mal an. So, da unten sind diese Spinnen. Die machen wir mal eben kaputt. Mein Ritterschwert ist kaputt. Dann nehmen wir jetzt einfach direkt den Säbel. Zack. So, könnte ruhig mal ein paar Waffen droppen oder hier so. Ich bräuchte nochmal so einen Nano-Wächter mit dem Schild. Dass er mir sein Schild droppt. Das wäre schön. Oh, tricky, tricky, die Truhe hier, muss ich sagen. Antiker Reaktorkern. Ach ja, wir wollten zu Pura. Ja, das können wir ja nach dem Dings machen. Nach diesem, was soll ich mit dem Ding machen? Ich glaube nicht, dass ich... Brauche ich den? Ich lasse ihn mal kurz hier stehen, bevor ich den jetzt... das kann ich ja wegziehen. Die kann ich aufmachen. Die kann ich... Was kann ich mit dem machen? Weder hoch noch runter. Oder geht nur ein ganz bestimmtes? Nee. Nee. Okay. Geh du mal... durch. Ja. Ja. Gut, mal kurz gucken. Was kann ich hier? Okay, das Ding funktioniert auch so. Hier brauche ich den Oh, das ist der Anfang, ne? Das ist der Anfang.
vom Ende. Da oben ist ein... Nee, das ist Strom. Okay, das könnte interessant werden. Mal gucken. Wow! Vergessen. Boah, ach so, so sollte, hätte ich die killen sollen. Okay. Dafür waren die Platten da. Nein, nein, nein. Nein. Ist in dem Latsch? Wir müssen ganz kurz da hinten. Okay. Wir müssen... das Ding mal ganz kurz bepowern. Kann man nicht bepowern? Hä? Wofür ist denn dieser Stein da? Muss ich dagegen schlagen? Komm mal da weg. Ah ja. Was hat er jetzt gemacht? Shortcut? Ja, ein Shortcut. Okay. Ein Shortcut erschaffen. Gut. Falls ich gleich wahrscheinlich da oben irgendwie runterfalle oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, wo ist der Aufzug? Ich nehme den Kern einfach mal mit. Wer weiß. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich den gleich noch brauchen werde. Und dann habe ich ihn schon direkt dabei. Besser als dann nochmal zurückzulaufen oder so. Oh, wir sind schon oben. Nein, wir sind nicht mal losgefahren. Na, oh, jetzt wurde ich richtig geprankt. Oh. Ja, okay, ich brauche den wahrscheinlich für die Kette da oben, ne? Die da. Kann ich den da oben nicht drauflegen schon? Muss ich den nicht so doof mit mir schleppen. Ja, geil. Was hat es gebracht? Ah. Ja, sieh mal einer an. Wir kommen zur Truhe. Fahr mal hoch, bitte. Fahr hoch jetzt, du kleiner... Kleines Ding, du. So. Wie komme ich denn hier? Ach so, hier. So, kann ich jetzt einfach... Das Ding fährt doch, oder? Hoffe doch. Ja, es fährt. Wohin fährt das denn? Über die Leitungen. Ah, okay. Ach, der fährt sogar... Ha, jetzt habe ich aber die Dings kaputt. Plättet. Wohin fährt er jetzt? Ah, okay. Fahr mal zurück. Ich will die Kiste, also die Kiste hole ich mir. Wenn ich die so sehe und so, dann hole ich mir die Kiste auf. Nein. Ich gehe davon aus, dass das Ding zurückkommt. Ein Sonnenschild. Ja gut, das hat sich ja gelohnt. Das hat sich doch schon gelohnt. So. Der fährt einfach drunten vorbei. Ich hoffe, er kommt wieder. Ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich auch... Nee, ist mir zu tricky. Oder? Nee, ist mir zu tricky. Hier drüber springen. Aber ich will jetzt nicht runterfallen. Ich hoffe, das Ding kommt wieder. Plattform, lass mich nicht allein. Ja, ich glaube, das ist gerade da hinten losgefahren. Das sieht schon sexy aus, was wir jetzt so haben. Wir haben ziemlich viel Gerudo-Stuff. Schon cool. Ja, bitte. Boah, das war knapp. Bin ich gesprungen. Boah, wir haben es geschafft. Gut. Gib mir dein Siegel. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel, du bist der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Dankeschön, Mann. Das ist ja auch voll gut von dir. Oh, da habe ich geknackt. Uiuiui, ich bin alter Mann. Ich knacke wie sonst was. Zeichen der Bewährung. Dankeschön. Und wir könnten... Ja, hiermit ist im der Dienst meiner Mütterlinie bei Szenen. Dankeschön. Ah ja. Hat denn... Jetzt hat er... Jetzt ist es arschkalt hier. Junge, Junge. Jetzt hat das Ding aufgehört. Der Schneesturm hier. Weil ich jetzt den Dings geschafft habe. Hier ist eine Robbe. Hehe, Papier. Robby. Komm mal her, Robby. Du willst mir das Ganze ein bisschen vereinfachen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir weiter auf Schreinsuche gehen hier oder ob wir... Du kleiner Affe. Also wenn er mich jetzt gleich nochmal verarscht, dann porten wir uns zu Pura. Das dauert einfach 10 Jahre. Ja. Verarsch mich. Verarsch dich selber, Robby. Verarsch dich selber. Ja. Vollidiot, Mann. So. Kann ich es jetzt so sehen? Ja, halt doch mal die Backen da. Überall, wo Nebel ist, ist noch ein Schrein. Das könnten wir... Wir haben hier nur einen Schrein gefunden.
Ist schon lame, oder? Aber ich möchte jetzt gerne zu Pura. Beziehungsweise im nächsten Part. Ich weiß nur noch... Ach, guck mal. Man kann sich doch zu dem Typen porten. Und zu Waruta kann man sich auch noch porten. Aber wo war denn Kakariko? Nee. Dorf des Oras? Nee, Hanateno war der. Da! Das machen wir... Das machen wir noch. Und dann beende ich den Part. Und im nächsten Part schauen wir mal, was Pura zu quatschen hat. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Haut rein! Tschüss!